So. Ja, zwei Schlachtschiffe, die auf uns ballern werden hier. Roma. Und die Massachusetts. Fuso, United Naval Alliance, seid ihr das? Little Driver fragt Fuso, United Naval Alliance, seid ihr das? Nein, nein. Unsere Abkürzung hat wirklich was mit dem Namen zu tun. Wir sind die Fluffy Unicorn Sea Organization. Ist kein Scherz. Fuso mit 5, ja. Die Arschgeigen. Ja, die Arschgeigen haben uns den Namen gemupst. Für, ja, Fuso. United Naval Alliance. Die hätten sich UNA nennen sollen. Und nicht Fuso. Aber ist okay. Hey. Voll doof. Ja. Da. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, das ist ein little, wo ist das? Das ist so viel geschrieben. Ich bin da gar nicht mehr. 151. Ah, ja, ja. Wir das sind bei Fuso, aber es ist ein anderer Fuso, klar. Ja, zwischen den Tirpitz und dem Sit. Kann man die rumballern wie. Fahr mal weg hier. Ab auf die Bismarck. Auf die Bismarck muss es brennen. Ach, Bismarck hat auch mich zu schießen, was soll das, ey? Mal ganz im Ernst, das tut mir leid, aber mich bremsen gerade die Schlachtschiffe von Zoff hier aus. Sonst wäre ich schon drüben auf der Seite. Aber der Gegner schießt natürlich so gut. Das, die sind auf einen Kilometer, dass ich fast getroffen worden wäre. Bismarck schießt auf mich, warum? Was habe ich denn Bismarck getan? Oh, ich bin dauer offen. Da ist noch ein DD irgendwo. Mhm. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier ein DD ist, ja. Ah, die Roma schießen, ich wusste es. Ich wusste, dass die Roma schießen wird. Bob, Roma. Ach, ein Brand auf Van Weiden. Nämlich gelöscht. Van Weiden? So ist es, ganz genau, Wu Cheng Fu. Ich bin zu. Ich auch. Also der D hat sich irgendwie zurückgezogen anscheinend. Ja. Angus, hallo. Guten Morgen. Beim ja, muss ja Sascha sein, weil die so. Die Benson ist nämlich auf der anderen Seite. Wird ja wahrscheinlich auch Sascha sein, ja. Wird aber schwierig sein für dich, die aufzukriegen. Ne? Ja, die kriege ich nicht. Wir müssen aber auch nicht hier durch, also kann man nicht. Wir müssen nach Standard gefecht. Ich hoffe, wir wissen, was sie kommen. Naja, ist ja so schön. Ich bin doch eh, was hier rumrennen. Ja, ja, sicher. Das ist schön. Ach, jetzt bin ich weg. Das ist nicht schön. Gut, ja, Sascha kann ja uns beide nicht torpen, oder? Das stimmt. Hallo, mein Schatz. Hallo. Nein, nicht du, Schalke. Wie nennst du mich Schatz? Das finde ich voll gemein.
Ja, dann jetzt wird Schluchtenscheißer. Natürlich nenne ich dich nicht Scheiß. Meine Freundin hat mehr Respekt. Du hast mich Polacke genannt. Ja, ich habe das einmal gesagt. Also nicht aus Schimpf und Schande, sondern weil ich gesagt habe, Polacke habe ich dich noch nie genannt. Soll ich dich Polacke nennen? Wenn du mich Schluchtenscheißer nennst. Wisst ihr? Schluchtenschatz. Fluffy Power. Ja, auch das ist auch scheiß HE. Hallo Andy. Danke schön für dein Follow. Eigentlich sollten wir hier doch gut vorankommen, theoretisch. Rein theoretisch. Na ja, gut, der Gegner versucht natürlich die Taktik der Lotusblütenfalle. Ne? Versucht uns jetzt irgendwie reinzulotsen. Aber die Lotusblütenfalle. Das ist auch nach einer Sextechnik an. Komm, Guys, mach's auch, gut. Ja, auch. Mahlzeit. Auch das. Mich beeilen. Muss hier weg. Cleveland hat Radar reingesetzt. Weil eigentlich kann ich hier gut smoken. Torpedo Beats. Natürlich schießt er auf mich mit der Schüsse jetzt. Selbstverständlich schießt er auf mich, du kleiner Pinkebär. Otago drückt durch. Und die trifft natürlich richtig gut, die Metatysis, ne? Geh los. Die Cleveland wäre geil, wenn die aufgeben würde. Ja. André, weißt du, ob für die Switch auch eine Version von Warships kommen soll, Legends oder Blitz? Weiß ich tatsächlich noch nichts. Wurde uns nichts darüber erzählt. Also entweder ist es geheim in Planung oder aber es ist nicht in Planung. Wäre natürlich. Ja, für die Switch. Ich weiß nicht, ob Nintendo. Ob das in Nintendos Politik ist. Ich glaube, Wargaming muss dann zu viel abgeben an Nintendo. Aber das weiß ich nicht. Ding ist, man muss ja theoretisch für das Online-Spielen bezahlen auf den Konsolen. Was? World of Tanks Blitz gibt's für die Switch? Ja, dann wird es früher oder später wahrscheinlich eh kommen. Wenn es populär genug ist, man muss halt immer sehen, Warships ist halt hat nie die Popularität, die Panzerfahren hat. Gab halt auch viel weniger Schiffe. Da. Oh, sehen aber gut aus, die Turps da. Wir müssen aufpassen. Roma kommt nach vorne. Der Magi, ja. Irian ist schon ganz hinten. Oh, die gefressen die Benzin, sehr gut. Ja, sehr gut. Habe eine Salve draufgelegt, wenn sie abbremst. Ansonsten ist das der Flugzeugträger erledigen. Dann. Werf mal Torpedos auf die Roma, obwohl sie nicht so weit nach vorne fährt.
Aber nur weil ich es kann. Lustig ist, wer die Blitz kannst auch ohne Online-Mitgliedschaft spielen. Wargame bietet Serverspruch selbst und macht das nicht über Nintendo. Ah, dann ist gut. Das ist natürlich praktikabel. Dann wird das wahrscheinlich bei Warships theoretisch dann auch so sein, bei Legends. Von daher ist es praktikabler. Ja, ich habe nur 400, kann ich dir helfen. Bisschen. Aber schon gut, leider nicht getroffen. Sehr gut, ich komme jetzt hoch, um gegen die Irian, oder ich komme rüber, um gegen die Irian zu helfen. Und dann gleichzeitig hier noch den Roma schießen. Aber man muss einfach sagen, es gibt keinen Grund, die Anchorage zu fahren. Es gibt einfach keinen Grund. Ich finde, wenn der Reload von der Anchorage ein bisschen besser wäre, wäre es auch angenehmer. Ja, schon, aber dann wäre sie wahrscheinlich. Also, wenn man richtig farmen kann mit dem Schiff, ist ja stark, aber. Ach, da ist halt eine Cliffland oder eine Baltimore, ist da auch locker stark. Und hat halt noch Radar mit dabei. Roma kommt durch die rechte Seite durch. Ja. Eine Frage, was passiert jetzt? Massachusetts gegen Roma? Mal die sind aneinander vorbeigefahren. Ja, aber die müssen doch rausgehen eigentlich. Gucken, wenn sie nicht an der Insel hängen bleibt, dann frisst sie vielleicht ein paar Torpedos. Mal schauen. Ja, ich denke auch schlechte Laune, dass das abhängig gemacht wird. Davon. Warte mal, das sind die Torpedos. Aber nicht von der Sascha. Irian-Torpedos waren Irian, das. Ja. Ist halt ganz normal. Nein, der Raum ist raus. Dass es Absatz- oder Umsatzabhängig ist. Ob sich das lohnt zu konvertieren. Wobei man sagen muss, Warships braucht wahrscheinlich so wenig Leistung, dass selbst auf einer Switch 60 FPS easy drin sind. Und sie haben ja quasi Steuerung schon für PlayStation mit Legends oder für die Konsolen mit Legends. Daher soll es eigentlich nur noch eine Konvertierung sein. Und der Switch-Markt ist riesig, das darf man nicht außer Acht lassen. Nintendo hat wir müssen noch was killen. Zeit von ja, ja, Zeit. Die Amagi. Da, die Amagi ist gut. Ich fahre auch ran. Der Coward ist ja auch da. Oh shit, ja, ja, ich glaube, ich muss mich mal smoken. Also, Major ist drauf gegangen. Das werden die über die Zeit gewinnen wahrscheinlich sowieso. Problem ist, da ist noch eine Richelieu. Wir müssen jetzt ein hartes Fokusfeuer betreiben. Ich kann nur auf die Richelieu schießen gerade. Aber einer reicht uns nicht, wir müssen beide killen. Wir haben noch, ja gut, 6 Minuten haben wir, das geht sich aus. Dann schieße ich mal weiter auf die Amagi. Ich hab mir einfach mal schön. Es gibt kein Feuer. Richie läuft pusht. Rutscht. 2015er Engine, ja, 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 das ist die Big Engine, gleich wie bei World of Tanks. Das sollte mittlerweile auf einer Kartoffel zu spielen sein, das Ding. Mit Kartoffelbatterie. Noch mehr, wir müssen mehr killen. Ich weiß, aber erstmal mehr rankommen. Ja, wir müssen unbedingt die Amagi erledigen. Oh, die Massachusetts kommt wieder her. Amagi fährt langsam nach vorne. Die brauchen wir noch, die Amagi.
Dann wird's was. Hardware für meinen nächsten Gaming-Rechner. Der Kartoffelprozessor. Ja, ja, lacht nur. Lacht nur. Ich habe für Euro Vorschriftsrecht einiges. Reicht ein alter FX 6200 oder ein 4-Kerner von 2011? Ja, die will sich verpissen. Okay, die müssen zu dir jetzt kommen, die Amagi. Pass auf, nicht, dass du rausploppst. Nö, nee, die Amagi, alles gut. Ja, aber die fährt da rum. Ich hab die Massachusetts hinter bei mir. Massachusetts habe ich bei mir. Ja, ja, das ist auch nicht gut. Wir dürfen nicht sterben, wir müssen unbedingt. Spann dich, Budi. Spann dich, Budi, wenn ich das schon höre, kriege ich Hautausschlag. Ach, scheiße, ich hab 6 Kilometer. Fluffy Power! Ach, fuck off. Ich bin jetzt das aufgefallen. Ja, Müsli, danke schön für dein Follow. Hallo Monomix, guten Morgen. Natürlich ist gut, dass Wargaming auch Low-End-Rechner die Spiele zugänglich macht. Das ist klar. Das ist wichtig für ein Free-to-Play-Spiel. Alles andere wäre wirtschaftlicher Selbstmord tatsächlich. Nein, die Lexington ist rausgegangen. Alter, das verlieren wir. 2 Minuten. Das gewinnen die auf Zeit, die Boys. Hälfte jetzt bei der Massachusetts. Vielleicht kriegen wir die noch raus, damit wir unsere. Problem ist halt, die wird jetzt auf mich schießen, weil sie mich overmatchen kann. Nö, nee, die bleibt auf mir. Die hat gerade einen schönen Hit bei mir gelandet. Die schießt schon auf mich. Oh, das ist die Asasche. Kriegst du die Schalke, die Asasche? Vielleicht. Wir liegen vorne. Nein! Problem ist, ich brenne vor allem. Ja, das ist. Das darfst du nicht. Doppelbrand, ich bin raus. Doppelbrand und ich bin raus. Ihr habt noch eine Minute. Ja, aber ich muss quasi die Hyper erledigen, ohne zu sterben. Ja, wenn der Träger rausgeht, ist er auch okay. Ja, ja, das ist auch okay. Weichen. Jetzt darf keiner mehr sterben. Ich bin so ein Torpedo-Vorherseher. That's crazy. Boah. Shit. Der war aber auch knapp, ey. Ich weiß ja, warum sie so eindreht, das Luther. Der Fahrstil, ne? Ich meine eigentlich Kauer. Ach so, ach, leck mich doch am Arsch. Ich mache ja den geilsten Scheiß und du siehst das nicht. Hab ich auch nicht. Hab ich auch nicht. Fluffy Power! Oh, 163. Ja. Ja. Hey, King Bang, vielen lieben Dank für deinen Follow. Ah, herzlich willkommen. Dorti sagt, unsere Hipper ist aber auch speziell. Ja, war interessant, aber die hat sehr schnell nachgeladen, das Loot.
Boom, boom, boom. Boom, boom. Ja, lecker, boom, boom.